Hey Leute, ich zeige euch heute ganz schön clever. Wurde vor kurzem zum Kennerspiel des Jahres gewählt und deswegen ist es vielleicht für einige interessant. Ist auch ein schönes Spiel, so viel sei schon mal verraten. Ist ein Roll-and-Write-Game. Ja, also ich würfel mit Würfeln und kreuze mir auf dem Blatt irgendwas an, trage mir irgendwelche Werte ein und so weiter. Sind ja momentan sowieso gerade sehr beliebt. Und ja, ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Spiel funktioniert. Insgesamt habe ich 6 Würfel in 6 verschiedenen Farben und jede Runde würfle ich diese Würfel, suche mir welche raus und trage dann die Werte ein. So wie das Ganze genau funktioniert, seht ihr gleich, wenn ich es spiele. Ich erkläre euch aber mal ganz kurz, welche Bereiche wir zum Eintragen haben. Ja, und zwar, wenn ich einen gelben Würfel eintrage, kann ich hier einfach die Zahl abkreuzen. Sobald ich eine Spalte voll habe, kriege ich diese Punkte am Spielende. Habe ich eine Zeile voll, kriege ich hier den entsprechenden Bonus, beziehungsweise hier bei der Diagonalen kriege ich auch noch einen Bonus. Beim blauen Bereich, der wird immer zusammen mit dem weißen Würfel eingetragen. Also hier trage ich immer die Summe aus Blau und Weiß ein, wie zum Beispiel eine 10. Ja, mache hier auch einfach ein Kreuz, deswegen gehen die Zahlen auch von 2 bis 12. Und auch hier, wenn ich Zeilen oder Spalten voll habe, kriege ich Boni. Und am Spielende kriege ich insgesamt Punkte, je nachdem, wie viele Kreuze ich hier gemacht habe. Habe ich 8 Kreuze zum Beispiel gemacht, kriege ich einfach 29 Punkte. Im grünen Bereich, hier in den unteren dreien, wird immer von links nach rechts eingetragen, deswegen der Pfeil. Im unteren Bereich mache ich auch nur Kreuze, und zwar muss ich da immer höher als größer oder gleich eine 1, 2, 3, 4 oder 5 würfeln. Und das geht hier hinten dann nochmal von vorne los bis zu einer 6. Ja, auch hier gibt es verschiedene Boni unter Umständen und die Punkte für den grünen Bereich ist dann im Endeffekt die Zahl, die über meinem letzten Kreuz steht. Bei Orange kann ich beliebige Zahlen eintragen. Wichtig auch hier, ich muss sie eben von links nach rechts eintragen. Hier gibt es keinerlei Beschränkungen, deswegen gibt es ja auch relativ wenige Boni. Dafür gibt es aber Felder, wo die Zahl dann verdoppelt wird. Vom Wert her, denn die Punkte für den orangenen Bereich sind nachher die Summe aller Zahlen, die hier stehen. Und für den lilanen Bereich, hier muss ich immer Zahlen eintragen, die größer sind als die vorhergehende Zahl. Ja, wobei echt größer hier gilt, also wenn ich eine 2 eingetragen habe, darf ich nicht nochmal eine 2 eintragen, sondern muss 3 oder höher eintragen. Und sobald ich eine 6 eintrage, beginne ich wieder bei 0 sozusagen. Also dann kann ich wieder ab einer 1 eintragen, beliebig, und das Ganze kann ich beliebig oft variieren. Und auch hier die Punkte am Spielende sind einfach die Summe der Zahlen und hier gibt es eben relativ viele Boni. Ja. Was gibt es für Boni? Es gibt hier zum Beispiel, dass ich einfach in einem bestimmten Bereich ein Kreuz machen darf. Also hier im blauen Bereich irgendwo ein Kreuz machen oder eine orangene 4 eintragen, grüner Bereich ein Kreuz und so weiter. Dann gibt es Rerolls, ja, das heißt, ich darf nochmal würfeln in einem Zug. Alle Würfel, die mir zur Verfügung stehen aktuell, würfel ich nochmal. Oder ich darf hier Bonuswürfel eintragen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch auch besser nachher im Spiel. Das ist ein bisschen einfacher. Und dann gibt es noch diese Füchse. Diese Füchse werden erst am Spielende gewertet, denn für jeden Fuchs, den ich angekreuzt habe, bekomme ich die niedrigste Punktzahl eines Bereiches nochmal. Ja, also wenn ich nachher alle Bereiche habe, dann schaue ich, welcher Bereich hat die niedrigste Punktzahl, und diese Zahl wird dann nochmal durch Füchse eben multipliziert. Ja. Aber ich denke, ich spiele ein Spiel durch, von daher kann ich euch das am Ende auch zeigen. Genau, was gibt es noch zu sagen? Je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, spielt man 4, 5 oder 6 Runden. Ich zeige euch die Solo-Variante, was gleichbedeutend ist mit der Zweispieler-Variante im Endeffekt. Und die ist eben gleichbedeutend mit beliebig vielen Spielern, deswegen zeige ich euch einfach die Solo-Variante, das geht ein bisschen schneller. Okay, dann legen wir mal los. Am Rundenanfang, also die, übrigens vielleicht noch eine kleine Anmerkung, das ist eigentlich hier so ein Block. Ich habe halt hier 1 laminiert, dann braucht man nicht ganz so viele. Und genau, am Rundenanfang kreuzt jeder Spieler gleichzeitig die Runde ab.
Und immer wenn ich irgendwo ein Kreuz mache oder einen Wert eintrage, wo ich einen Bonus bekomme, bekomme ich diesen Bonus sofort. Hier bekomme ich einen Reroll, darf also nochmal würfeln. Bei den Rerolls und bei den Einsern kringelt man sich das Feld ein und wenn man es benutzt nachher, dann streicht man sie durch. So, und jetzt würfle ich alle Würfel. Ja, also ich fange als Solospieler immer an. Okay. Und jetzt kann ich einen dieser Würfel eintragen. Insgesamt kann ich bis zu 3 Würfel in meinem Zug eintragen. Das ist gleich wichtig, damit man ein bisschen sieht, wie das mit dem Haushalten ist sozusagen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel die grüne 1 eintragen. Dann passiert gar nichts, denn was passiert, wenn ich einen anderen Würfel nehme? Sagen wir mal, ich nehme die gelbe 4. Dann muss ich alle Würfel, die niedriger sind als der Würfel, den ich ausgesucht habe, hier oben auf das Silbertablett platzieren. Das ist nachher für die anderen Spieler. Und ich muss dann den Rest der Runde mit den verbliebenen Würfeln verbringen, weil der Würfel wird hier oben drauf gelegt. Dann habe ich nur noch 3 Würfel zur Verfügung. Ja. Das heißt, da schränke ich mich dann relativ früh relativ stark ein, da ich aber mit der grünen 1 hier schon direkt was anfangen kann, denn für das erste Feld in der grünen Reihe, ich muss ja von links anfangen, brauche ich einfach nur eine 1 oder höher. Fangen wir einfach auch mit dieser 1 an, machen da ein Kreuz. Der Würfel, ups, kommt hier oben hin und wir nehmen die anderen Würfel und würfeln sie alle neu. So, jetzt haben wir hier, okay. Also, wir haben eine Orange und 2. Die Orange, wie schon gesagt, kann ich immer eintragen. Ja, da ist der Würfelwert egal, aber die Summe nachher sind halt die Punkte. Das heißt, die 2 ist so lala. Jetzt nicht das beste Ergebnis. Eine lila, eine 3. Okay, auch da ist die Summe nachher entscheidend. Aber da will man auch einfach möglichst schnell vorankommen, weil da gibt es eben viele Boni. Eine weiße 3. Ihr seht, es gibt kein weißes Feld. Ein weißer Würfel kann als jede beliebige Farbe verwendet werden oder als Summe mit dem blauen eben. Ja. Das heißt, hier könnte ich eine gelbe 3, eine grüne 3, was auch immer, irgendwo eine 3 eintragen bzw. ein entsprechendes Kreuz machen. Genau, und wenn ich von denen 2 einen nehmen würde, würde ich die anderen schon mal eliminieren. Das will ich vielleicht nicht unbedingt. Wobei jetzt am Anfang wäre es bei dem Blauen, den übrig zu haben, auch noch nicht so schlimm, denn da kann ich auf jeden Fall was eintragen. Das ist natürlich keine schlechte Überlegung. Vielleicht mache ich das einfach. Ne? Ich nehme mal hier den gelben Vierer. Ich mache mir mal hier ein Kreuz. So, die 4 habe ich abgekreuzt. Jetzt muss ich alle Würfel, die niedriger sind als die 4, hier oben hinlegen und würfel den letzten neu. Das ist eine blaue 2. Ich nehme, tada, die blaue 2 und den werte ich jetzt zusammen mit dem Weißen, egal wo der Weiße liegt aktuell. Das ist zusammen eine 5. Das heißt, ich mache mir hier ein Kreuz bei der 5. So, das war mein Zug. Jetzt käme ein anderer Spieler dran. Im Solospiel gibt es natürlich keinen anderen Spieler, aber der wird einfach simuliert. Das heißt, man würfelt einfach alle Würfel und nimmt die 3 niedrigsten Würfel und legt die aufs Silbertablett. So, was hat es jetzt mit diesem Silbertablett auf sich? Als passiver Spieler, also jemand, der nicht gerade dran ist, darf ich jetzt einen dieser 3 Würfel, die hier oben auf dem Silbertablett liegen, bei mir eintragen. So, das heißt, ich kann jetzt eine grüne 1 eintragen. Gut, kann ich nicht, denn hier ist ja schon besetzt. Oder eine grüne, eine orange oder eine lila, eine 3. Dann nehmen wir mal lila, die 3. Okay. So, das war jetzt quasi der Zug des anderen Spielers. Dann bin ich wieder an der Reihe. Neue Runde. Wir kriegen eine plus 1. Ich mache mir hier einen Kringel drum. Und würfel los. So, was haben wir denn? Alles mal zusammensammeln. Gut. Blau zum Beispiel kann ich nicht eintragen. Die 5 habe ich schon. Das hilft mir also nichts. Eine gelbe 2 könnte ich eintragen. Das klingt nicht schlecht. Da oben hin. Ne? Dann habe ich hier, ich halte es vielleicht noch ein bisschen vor die Kamera, dass man es ein bisschen besser sieht. Dann habe ich erstens eine auf der Diagonale, was nicht schlecht ist. Und zweitens habe ich hier die Reihe schon mal
vorangebracht. Dann kann ich da bald ein grünes Bonuskreuz bekommen. Okay, und ich habe keinen Würfel ablegen müssen. Das ist natürlich auch ganz praktisch. So, also, grüne 1 können wir schon mal nichts mit anfangen. Das heißt, den wollen wir nicht. Eine blaue 4 könnte ich eintragen. Das ist okay. Ich könnte natürlich auch den weißen 2er nehmen, um die grüne 2 einzutragen. Das wäre auch okay, vor allem, weil ich hier das Kreuz möglichst effektiv nachher nutzen möchte. Ja, vielleicht mache ich das einfach mal. Ja, ich nehme den weißen 2er und trage ihn als grüne 2 ein. So. Die grüne 1 kommt weg, weil sie niedriger ist und die werden neu gewürfelt. Okay. Jetzt habe ich eine lilane 4, das ist nicht uninteressant. Die ist ja gerade größer als die 3. Blaue 1 könnte ich mir eine 3 eintragen oder hier eine 3. Alles gut. Ich nehme mal die lilane 4. Wir spielen heute mal auf lila. Okay, so, jetzt ist mein Zug rum. Jetzt habe ich ja hier so ein Plus-1er. Diesen Plus-1er kann ich am Ende eines Zuges eines beliebigen Spielers einsetzen. Entweder am Ende meines Zuges oder auch am Ende eines anderen Spielers Zuges, um einen weiteren Würfel einzutragen. Und zwar einen beliebigen. Ja, das heißt, ich kann jetzt entweder einen von den dreien oder auch von den dreien hier eintragen, egal ob ich aktiv bin oder ob das die Würfel jetzt gerade von einem anderen waren. Ist jetzt hier nicht interessant. Ich habe super niedrig gewürfelt bei den meisten Würfeln und lila eine 4 kann ich nicht eintragen. Von daher mache ich das jetzt nicht, aber das nur schon mal als Idee für später. So, dann ist der andere Spieler sozusagen an der Reihe. Der würfelt 2 Einser und eine gelbe 4. Okay, und der hat jetzt hier zum Beispiel ziemlich hoch gewürfelt. Das heißt, ich trage mir hier, könnte ich mir eine 6 eintragen. Ist auch nicht ganz uninteressant. Aber ich trage mir mal die gelbe 4 ein. So, und dann verwende ich meinen Plus 1er hier oben. Weil hier habe ich 2 5er und eine 6 liegen. Das ist zu verlockend. Und nehme ich die 5 oder nehme ich die 6? Gute Frage. Ich glaube, ich nehme mal die 5 hier unten. Das gibt mir einen weiteren Reroll. Jetzt kann man, wenn man möchte, kann man das hier unten auch noch anstreichen, um zu wissen, man hat sich diesen Bonus auch wirklich genommen. So. Dann kommt Runde 3. Ich kriege noch einen Reroll. Jetzt schon der dritte. Okay. 2, 2, 1 und da eine 3. Okay, was haben wir denn so? Mit der grünen 2 kann ich nichts anfangen. Die 6 will ich nicht nehmen, dann ist meine Runde. Das ist übrigens, wenn ich jetzt die 6 nehmen würde, müsste ich ja alle anderen Würfel weglegen. Dann habe ich halt diese Runde nur einen Zug gehabt statt 3. Also das wäre auch ziemlich doof. Die lila eine 4 kann ich nicht verwenden, denn ich brauche hier jetzt eine 6. Es geht nicht anders. Dementsprechend könnte ich aber zum Beispiel auf diesen 6er Bonus mal hinarbeiten. Einfach falls ich keine 6 würfel, kann ich sie mir auch darüber holen. So. Okay. Da haben wir jetzt eine weiße 1. Das ist auch nicht uninteressant. Denn dann kriege ich hier eine 2. Die kriegt man eh schon selten. So, aha, da haben wir eine orangene 6, das ist nicht schlecht, grüne 6, ja, ist okay, gelbe 1 sicherlich nicht, ne, wir nehmen hier die orangene 6. Okay, ich brauche keinen Reroll, das ist in Ordnung, denke ich, und dann ist der andere Spieler an der Reihe. Und der hinterlässt mir, so, jetzt haben wir den Fall, nur für die Solo-Variante interessant. Ich habe hier 2 gleiche Zahlen, muss nur einen von den beiden Würfeln da drauf legen. Dann nimmt man den, der näher an dem Silbertablett liegt. Ich sage jetzt einfach mal, der ist näher. So. Und dann kann ich mir das eintragen. Jetzt kann ich mir hier zum Beispiel eine 7 eintragen. Das bringt mich der lila 6 einen Schritt näher. Das ist gut. So.
Ja, ich kann es vergessen. Genau, jetzt kommen wir nicht Runde 4. Runde 4 gibt es einen besonderen Bonus, nämlich ich kann mir entweder irgendwo ein X eintragen oder irgendwo eine 6 eintragen. Dann trage ich mir, glaube ich, hier ein X ein, beziehungsweise ist auch eine 6, aber ich könnte mir auch jedes beliebige andere Feld bei Gelb ankreuzen. Es müsste nicht diese 6 sein, aber die Spalte ist natürlich, bringt die meisten Punkte, 20 Punkte. Das ist nicht uninteressant, die 11. Oder ich nehme mir die 11. Da bin ich halt auf 2. Ja, ich nehme die 11. So, gleich mal gut, dass man was Abwischbares genommen hat. Ich nehme mir die 11. So, jetzt habe ich hier ein Kreuz gemacht. Jetzt darf ich mir sofort die lila eine 6 eintragen. Jetzt darf ich mir sofort ein blaues X irgendwo hinmachen. Ja, das hat so eine Verkettung von Werten jetzt. Soll ich mir die 4 eintragen? Naja, eine 4 kann man öfter mal noch eintragen. Ich trage mir mal hier die 12 ein. So, in der Hoffnung, dass ich das noch nutzen kann. Ja, lassen wir das mal so. Okay. Runde 4, genau. Jetzt bin ich wieder dran mit Würfeln. Okay, da haben wir eine orangene 1, ist wenig interessant. Grüne 2 können wir nichts mit anfangen. Blau können wir nichts mit anfangen. Und von den zwei will ich, glaube ich, gerade keinen eintragen. Und da die 2 auch nicht wirklich, dann nutze ich doch mal einen Reroll. Wenn man so viel Mist würfelt, ups, dann würfelt man besser nochmal. Und würfelt genauso viel Mist. Nee, diesmal ist es besser. Mit der 4 kann ich was anfangen. Mit der 3 gelb könnte ich auch was. Diesmal kann ich mit fast allem was anfangen. Ich nehme die 4 und nehme dafür den weißen Würfel. Genau, sonst müsste ich ihn eh ablegen. Das heißt, ich darf mir hier eine 5 eintragen. So, nächster Wurf. Gelbe 1, lila 1, geht beides. Ich will lila voranbringen. So, ich trage mir hier eine 1 ein, das gibt mir ein plus 1er. Ja. Wobei, ja. Schon mal 3 Fünfer Würfel. Es wäre natürlich schade, die nicht zu nutzen. Ups, da habe ich mir mein Kreuz verwischt. Und das passiert natürlich, wenn man mit so Dings, mit so einem abwischbaren Teil spielt, dass man schnell alles an den Fingern hat. Ich meine, Blau ist relativ riskant. Ja, aus dem einer 6 kriegt man auch schnell mal zusammen. Ich nehme mal die orangene 5. So. Dann legen wir die 2 weg. Okay, da haben wir noch eine blaue 5. Dann kann ich mir auch jetzt die 6 hier eintragen. Ja, nehmen wir jetzt die 6. Okay. Gut, dann ist das auch wieder durch. Und der andere Spieler ist an der Reihe. 1, 2, 3. Große Straße gewürfelt, hilft aber nichts. So, also von denen darf ich mir einen aussuchen. Gelbe 1 wäre okay. Lila 2 ist auch okay. Beliebige 3 ist auch okay. Können wir mit allem was anfangen. Insgesamt wäre es eine 7, das bringt mir nichts. Schwierige Entscheidung. Da kann ich halt irgendwas eintragen. Ich glaube, ich nehme schwierige Frage. Ich könnte auch da. Ne, ich nehme hier die 3. So. Gut. Runde 5. Jetzt geht es langsam ans Eingemachte. So, grüne 2 kann ich nicht verwenden. Da haben wir eine 8. Eine 8 ist gut. Eine 8 ist sehr gut, aber dafür müsste ich die anderen hier weglegen, was aber jetzt nicht so schlimm ist. Wobei, dann habe ich mich von den Würfeln her schon festgelegt. Wenn ich die jetzt nehme. Aber hier habe ich alles außer einer 4 noch offen. Bei Lila kann ich was Beliebiges eintragen. Quatsch, blau und weiß. Ja.
Gut, ich nehme hier die blaue 4, kriege ein gelbes Kreuz, dann nehmen wir hier die 6. So, jetzt habe ich schon nur noch 2 Würfel für 2 Felder, aber das ist nicht so schlimm. Gelbe 5. Gut, die will ich aber nicht nehmen, weil ich will erstmal die 2 verwursten. Soweit habe ich natürlich auch nicht drüber nachgedacht. Aber egal, die können wir hier eintragen. Und dann gelb eine 6. Das ist okay. Ist ein bisschen riskant so auf die letzten Meter so, aber ach, das passt schon. So. So, und ich würde behaupten, der weiße Sechser liegt am nächsten hier dran. Das ist natürlich Glück. So. Dann trage ich mir doch eine orangene 6 ein. Das sind 12 Punkte. So. Schade, dass ich jetzt keinen plus 1er habe. Das wäre cool gewesen. Hätte ich doch besser anders ausgewählt. So, letzte Runde. Und los geht's. So. Okay. Jetzt müssen wir scharf nachdenken. Mit der orangenen 3 schließe ich mir die 1 aus. Oder ich nehme die 1 als orange. Und dann kriege ich hier noch ein plus 1er. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich könnte auch die 1 als gelb nehmen. Ja, ich mache mal die 1 hier als gelbe 1. Dann kriege ich hier ein plus 1er. Da. So. Dann grüne 3. Ja, das machen wir bei grün noch einen Moment vorankommen, wegen niedrigster Punktzahl. Okay. So. Gelbe 5 ist nicht schlecht. Und blaue 5 bringt mir gar nichts. Aber bringt mir da ein Kreuz. Ja, ich nehme die gelbe 5. Hier nehme ich hier, kriege ein blaues Kreuz. Dann nehme ich hier natürlich den, kriege ein grünes Kreuz, kriege ein plus 1er. So, für ein plus 1er nehme ich mir hier die 5. Dann habe ich hier die 20 Punkte, da die 16 habe ich auch schon sicher, kriege eine orangene 4. Das gibt mir ein gelbes Kreuz. Mit dem gelben Kreuz. Nehme ich die 1 oder nehme ich die 3? Die 3 bringt mir einen Fuchs, die 1 bringt mir halt noch ein grünes Kreuz, sodass ich hier ganz leicht noch das blaue Kreuz kriegen könnte, was mir dann wieder einen Fuchs bringt. Ja, ich glaube, ich nehme die 1. Ja, ich nehme die 1, gib mir hier die 10 Punkte, ein grünes Kreuz, gib mir hier die 5 plus. So. Und jetzt ist noch einmal der Gegner dran. Und ich hoffe, dass er vernünftige Zahlen würfelt. Naja, okay, also, das haben wir zur Auswahl. Übrigens, für den seltenen Fall, dass ich am Ende keine dieser drei Zahlen verwenden kann, oder auch mittendrin im Spiel, ist egal, keine dieser drei Zahlen verwenden kann, die mir ein anderer Spieler zur Verfügung stellt, dann darf ich eine von den Zahlen nehmen. Aber das ist die einzige Ausnahme. So, also ich darf mir davon was raussuchen. Jetzt hat er mir dann natürlich eine 1 hingelegt. Das ist ja vollkommen nutzlos in Orange, aber egal. Gut, ich nehme trotzdem die orangene 1. So, denn das gibt mir ein plus 1. So, jetzt ist wichtig mit diesem plus 1, ich darf denselben Würfel nur einmal plus 1en. Ja, also ich kann jetzt nicht den 6er hier zweimal nehmen, aber einmal kann ich ihn nehmen und das werde ich tun. Ich nehme jetzt diesen 6er als Zusatzwürfel. Das gibt mir noch eine plus 1. So, wie schon gesagt, ich kann jetzt nicht nochmal nehmen, um noch so einen einzutragen, aber ich kann jetzt natürlich so einen nutzen,
um einen weißen als lilanen nochmal einzutragen. Das gibt mir ein gelbes Kreuz. Gib mir den Bonus. So, dann kann ich für die andere plus 1 mir noch den grünen eintragen. Das gibt mir einen blauen Würfel, das gibt mir den Bonus und einen Reroll, mit dem ich nichts anfangen kann. Aber egal. So, fertig. Oh, ich bin wahrscheinlich ein bisschen weit runtergerutscht. Ich habe wahrscheinlich gar nicht alles gesehen. Tut mir leid. Gut, Spielende. Wertung. Man nimmt sich einen anderen Zettel von einem vorhergehenden Spiel oder von dem Spiel, wenn es das erste war. Und jetzt zählen wir die Punkte zusammen. In Gelb habe ich es tatsächlich geschafft, alles zu werten. Das sind 60 Punkte. So, das bin natürlich ich. In Blau habe ich auch alles. Krass, habe ich noch nie geschafft. Schon gar nicht in zwei Feldern gleichzeitig. So, in Grün habe ich hier 21 Punkte. Und in Orange haben wir 16, 28 zu 31, 33 Punkte. Und in Lila haben wir 7, 12, 24, 25 Punkte. Wow, nicht schlecht. Das kann man lassen. Ich habe zwei Füchse. So, dann schreibe ich mir hier mal eine 2 einfach hin. Könnt ihr mir auch da oben in die Ecke schreiben oder so, ist wurscht. Und ich nehme jetzt die niedrigste Punktzahl. Das ist hier die 21 mal 2, sind also 42 Punkte. So, 6, 7, 10, 17, 11, 13, 16, 20, 23. So, 237 Punkte. Das ist gar nicht so schlecht, denn wenn man hier hinten auf die Tabelle guckt, da gibt es dann nochmal fürs Solo-Spiel quasi wie viele Punkte. Man bekommt das jetzt, naja, 2,5 von 5 Sternen, beeindruckend, kann man lassen, geht besser. Also beim nächsten Mal noch schlauer, noch cleverer die Würfel einsetzen. Ja, kurzes Fazit zum Spiel. Ihr habt gesehen, es ist ein schnelles, lustiges Spiel. Man kann es gut alleine spielen, man kann es auch gut mit anderen spielen, denn man ist ja immer involviert, was der andere macht, vor allem welche Würfel er einem so übrig lässt. Ja, generell, das Spiel dauert eine halbe Stunde, es geht maximal, es geht ruckzuck rum. Außer man hat jemanden, denkt mal ein bisschen länger, dann dauert es vielleicht 35 Minuten. Ist, finde ich, irgendwo vergleichbar von der Art her wie Dice Stars, habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Ja, man versucht auch die Würfel eben geschickt einzutragen, geschickt zum richtigen Zeitpunkt neu zu würfeln und so weiter. Insgesamt wirklich ein schönes Spiel, schnell gespielt, mit wenig Aufwand. Ja. Und von daher von mir definitiv eine Empfehlung, wenn ihr sowas mögt. Für zwischendurch immer richtig. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Ciao!